Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder Sonntag, also Zeit für die kleine Sonntagsbastelei. Und zwar war unser heutiges Thema Doodlebug. Und ich habe diese Kollektion hier verwendet. Die habe ich auch schon was länger hier und ich finde die eigentlich echt niedlich. Genau, ich habe hier einmal das 12x12 Paper Pack. Dann habe ich hier noch die Sticker. Genau, von den Stickern habe ich hier was verwendet. Auch von den Mini-Stickern. Die Odds and Ends. Da habe ich auch einige verwendet, aber da ist so viel drin. Ich habe da immer noch was übrig. Und ja, von den Stickern habe ich relativ viel benutzt. Genau, ich habe jetzt hier auch noch so ein paar Karten übrig. Die hätte ich mir ausgeschnitten. Vielleicht kommen die noch ins Album rein, aber eigentlich ist das Album so schon recht voll. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ansonsten habe ich zwei von den kleinen. Paper Pads benutzt. Also eins ist komplett, wirklich komplett leer. Und hier sind noch so ein paar Seiten übrig, aber auch nicht viel. Genau, und zwar habe ich ein Mini-Album gebastelt, was ihr euch wahrscheinlich gerade schon gedacht habt, nachdem ich gesagt habe, dass ich so viel Papier benutzt habe. Ja, aus den Doodlebug-Papieren, finde ich, bietet sich das echt immer super an. Und ich wollte das aus diesem Papier eh machen. Ja, und deswegen habe ich das jetzt mit dem Thema heute verbunden. Ich zeige euch das einfach einmal. So ist das Album geworden und mir gefällt das echt gut. Deswegen überlege ich, ob ich eventuell hier noch auch noch mal irgendwann ein größeres Album zu mache. Also das ist jetzt, wie gesagt, mit den 6x6 Papieren. Das heißt, das ist ja ungefähr... Ich kann euch auch die Zentimeter angaben. Ungefähr 17 mal 17 cm groß und 5 cm breit. So, vorne auf dem Cover habe ich diesmal ein Shaker-Element gemacht. Das lässt sich hier schütteln. Das kann man wahrscheinlich in der Kamera jetzt nicht ganz so gut sehen. Und zwar habe ich hier, ist das halt einfach, ja, hier sind die ganzen Zootiere und dann habe ich hier noch so Palmen mit reingetan. Genau, dann habe ich mir hier so einen Rahmen gemacht und hier schütteln halt die Palmen dann dadurch. Ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen von den Stickern dekoriert. Hier oben halt passend dazu A Day at the Zoo. Ja, so sieht es von vorne aus. Diesmal habe ich den Buchrücken komplett schlicht schwarz gelassen. Das gefällt mir eigentlich auch echt gut, weil ich fand, das passt dazu. Und die Rückseite ist so. Ich habe diesmal noch hier ein Band dran gemacht als Verschluss. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich habe insgesamt 4 Seiten gemacht. Der Aufbau ist ähnlich, wie ich mal das Tutorial gemacht habe zu diesem Album hier. Also zudem gibt es im Prinzip schon ein Tutorial, kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Also es ist ähnlich, es ist jetzt nicht 100% gleich, aber wirklich sehr ähnlich vom Aufbau. Genau, dann schauen wir einmal rein. Und so sieht es von innen aus. Hier vorne habe ich eine Einstecktasche. Und zwar habe ich hier mir jetzt schon Fotomatten reingetan. Ich habe die nämlich noch nicht komplett überall reingeklebt, weil... man dann so gebunden ist, ob man halt ein Hochkant oder ein Querfoto hat. Deswegen wollte ich das ein bisschen offen lassen. Also hier sind 2 für 9 mal 13 und halt für die Hälfte, das sind ein paar kleinere. Genau, die habe ich jetzt einfach schon mal hier als Aufbewahrung hier reingetan. Und ja, dann hier vorne ist einmal eine Tasche. Ich habe die Schrift, also hier ist nicht immer alles fest angeklebt, dass halt da das Foto sonst noch hinterpasst. Dann ist hier einmal eine Fotomatte. Die Fotomatten hier drin habe ich diesmal komplett schwarz gelassen, weil ich fand das schöner, weil das Papier schon so bunt ist. Und ich fand das mit dem Schwarz hier zu diesem Papier auch echt passend, weil das halt einen schönen Kontrast ergibt. Genau, dann ist hier einmal eine Einstecktasche. Dann kann man die Seite hier zur Seite aufklappen. Dann haben wir hier einmal...
zwei kleine Fotomatten. Die eine kann man hier in die Tasche reinstecken und die andere hier in die Ecke. Genau, dann habe ich halt viel mit den Schriftstickern dekoriert. Hier ist aus dem kleinen Paper Pack so ein kleines Kärtchen habe ich da ausgeschnitten. Da kann man nochmal ein paar Erinnerungen dazu schreiben. Genau, hier steht halt dann nochmal A Day at the Zoo und dann Having a Wild Time. Und dann ist hier noch eine Tasche. Da ist auch nochmal eine Fotomatte. Ja, da habe ich von diesen Sprinkle Stickers. Das ist so eine, wie so ein, ja, die sind so ein bisschen erhoben. Fand ich passe ganz gut zu den Pandas hier hinten. Genau, das kommt da rein. Dann kann man die Seite hier einmal zu der Seite aufklappen. Ja, und hier passt dann halt immer ganz genau 9x13 Foto hin. Oder halt auch zwei kleine. Ne? Das wäre, das ist dann einem, da ist man dann halt ein bisschen flexibler. Deswegen habe ich teilweise, wie gesagt, das freigriffen. Oder vielleicht bekommt auch nicht jedes Foto noch eine Fotomatte. Dann auf der Seite, das ist mit einem Magnet. Ja, da habe ich hier oben ein bisschen dekoriert. Und auf der Rückseite so. Und dann kann man hier hochkant einfach noch ein Foto drüber kleben. Genau. Das ist da. Dann kann man die Seite noch zu der Seite weiter aufklappen. Ja, hier habe ich mich so ein klein bisschen vertan. Das hätte ich im Nachhinein ja wahrscheinlich lieber ein bisschen anders dekoriert. Aber wie gesagt, das kann man ja rausziehen, weil halt jetzt hier der Kopf hinter der Banderole verschwindet. Da habe ich beim Dekorieren leider diesmal nicht ganz aufgepasst. Aber dann passt hier halt noch ein Querfoto drauf. Die Rückseite habe ich komplett freigelassen, entweder für Text oder für noch für ein Foto. Genau, das ist hier auch nicht ganz fest angeklebt, dass das Foto sonst noch mit dahinter passt. Genau, das passt hier hinter. Ich habe zwei Papiere von Lawnfawn noch mitverwendet, weil ich ein bisschen was brauchte, was hier noch zu passt, aber nicht, ja, zu bunt wieder ist. Dann habe ich hier noch ein paar Sticker drauf geklebt. Dann kann man die Seite, also wir sind noch bei der ersten Seite, dann kann man die Seite noch hier aufklappen. Genau, dann ist hier nochmal Schrift No Line, You Are Great. Ich fand, das passt hier zu den Löwen. Und genau den Tiger habe ich hier nochmal aufgegriffen. Und da habe ich schon eine Fotomatte hintergesteckt. Die kann man dann später festkleben oder halt auch einfach lose lassen. Genau, das war dann die erste Seite. Dann kann man die noch hier umklappen. Hier habe ich es mal komplett freigelassen. Wie gesagt, hier würde dann entweder hochkant oder quer ein Foto passen. Und da habe ich mir halt überlegt, dass ich da erst die Fotos dann einklebe. Und dann kann man immer noch ein bisschen dekorieren, damit man dann noch ein bisschen flexibler ist, bevor man am Ende nur noch, weiß ich nicht, Querformate hat und das schon so dekoriert ist, dass das nicht mehr hier hinpassen würde. Oder wie gesagt, auf die Seiten passen halt auch wirklich gut zwei kleinere. Genau, das habe ich das ja, schlicht gelassen, also nur das Papier. So, dann kommen wir zur zweiten Seite. Das hier meine Einstecktasche für zwei kleine Fotos. Genau, hier habe ich ein bisschen kombiniert halt, das ist ein Papier aus dem großen Set. Ja, da sind die Tiere auch ein bisschen größer. Das kann man dann hier einmal zur Seite aufklappen. Genau, dann ist hier noch Platz. Wie gesagt, so würde das dann aussehen, wenn hier dann noch ein Foto ist. Ich habe dann hier das Good Times hingeklebt und ich fand, da passte der Koala auf dem Baum echt gut zu. Genau, dann kann man die Seite so aufklappen. Hier kann man den Unterschied ganz gut sehen. Das ist das größere Papier, da sind die kleineren. Ja, dann ist hier eine Fotomatte. Da sitzt hier unten der Panda drauf. Dem habe ich hier den Bambus mit dazu. Ja, mit hier unten dran geklebt. Aber hier, wie gesagt, ist das nicht festgeklebt, weil es ja eine Einstecktasche ist. Ja, dann habe ich hier oben Pandas drauf, den Sticker Pandas drauf geklebt. Die Fotomatte ist sonst schlicht schwarz. Dann kann man das wieder hier reinstecken. So, dann können wir die Seite hier noch aufklappen. Dann ist hier das Zebra. Genau, die Fotomatte, die habe ich auch hier hinter
gesteckt. Dann finde ich, wirkt das halt noch mal besser vor dem schwarzen Hintergrund. Ja, dann ist hier das Papier, das ist ja schon ziemlich bunt. Da ja, ist wie gesagt nichts groß weiter dekoriert. Da kommt dann einfach so ein Foto drauf. Dann ist das die Rückseite von der zweiten Seite. Da ist auch noch mal eine Fotomatte. Die ist auch schlicht schwarz. Da habe ich hier oben nur Sunny Day at the Zoo draufgeklebt. Ja, und hier halt mit der Palme dekoriert, die dann hier halt so ein bisschen ja, hier vorgeht. Und unten wieder das niedliche Giraffenpapier. Und hier habe ich das so gemacht. Da habe ich von den Odds and Ends die Giraffen hier unten draufgeklebt. Und dann kann man hier die Fotomatte rausziehen. Hier habe ich so ein Tab Family draufgeklebt. Ich fand, das passte ganz gut dazu, weil hier die große und die kleine Giraffe ist. Dann kann man das hier wieder auf. Also der Aufbau ist ähnlich wieder wie die erste Seite. Das hier habe ich, die Fotomatte habe ich festgeklebt, weil hier eh nur ein kleines Bild so drauf gepasst hätte. Dann konnte ich nämlich hier unten noch den Elefanten ja, mit draufkleben. Dann habe ich hier hinter der Banderole, hier habe ich eine Banderole draufgeklebt. Ja, noch die Karte, die kann man dann hier hinterstecken. Die habe ich, wie gesagt, jetzt nicht auf schwarzen Cardstock geklebt, sondern hier habe ich jetzt einfach den Rand schwarz eingefärbt, damit das, weil der Hintergrund halt, wie gesagt, der gleiche war, ein bisschen besser wirkt. Aber ich fand, das passte so ganz gut. Genau, dann kann man hier auf die Rückseite ja auch noch ein Foto kleben, das passt dann auch ganz genau. Das ist für 9x13. Genau. So. Ja, wie gesagt, die Fotomatten, die habe ich jetzt hier, damit ich das besser zeigen kann. Dann habe ich zwischendurch hier auch noch mit Magneten gearbeitet. Also hier hängt zum Beispiel wieder ein Magnet dran. Dann ist hier einfach schlicht, weil hier stehen ja die ganzen, ja, das war halt schon bunt, da fand ich, passt irgendwie nicht wirklich noch was drauf. Und die hängt wieder mit einem Magnet hier dran, die Seite. Da habe ich einfach hier unten noch eine Robbe, ja, dekoriert, dann mit ein paar Fischen. Die ist nicht ganz eingeklebt, dass das Foto da dann hinterpasst. Die Rückseite, die ist jetzt noch so, da sieht man jetzt den Magneten. Fand ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das kann man ja entweder ja immer noch was drüber kleben, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, und hier ist nochmal, ja, sozusagen der ganze Zoo. Und dann ja, hängt da die Seite einfach so drauf. Dann kann man die Seite so aufklappen. Hier habe ich zwei Bildchen nach hinten gesteckt. Einmal die Giraffen, weil ich fand, die passten hier ganz gut zu den anderen Giraffen. Und einmal nochmal die ganzen Zootiere wie auf dem Cover vorne. Das, ja, da habe ich hier einfach von den Die-Cuts ein, ja, zwei Blätter so aufgeklebt übereinander, dass man die hier noch gut hinterstecken kann. Ansonsten, wie gesagt, kann man dann hier natürlich auch später ein Foto so hinmachen, ne? Das ist dann, muss ich mal schauen. Also in das Album möchte ich halt auf jeden Fall Fotos einkleben von einem Zoobesuch. Das ja, erklärt sich ja eigentlich von selbst bei dem Papier. Ja, und weiß ich nicht, ich finde das halt echt cool, weil das alles so aufeinander abgestimmt ist und für einen Zoobesuch echt ja, super ist. So, dann klappen wir die dritte Seite so auf und dann haben wir hier nochmal ja, einmal den Gorilla. Das kann man einmal so zur Seite aufklappen. Genau, hier habe ich nochmal dekoriert, einfach Zoo. Hier die Elephants. Ja, das habe ich halt immer passend zu dem Motivpapier dekoriert. Die Seiten sind auch mit einem Magnet hier feste dran. Dann ist hier das gleiche nochmal wie vorne, halt nur in groß, aus dem großen Paperpack. Und da kann man sich dann noch was draufschreiben. Dann klappt man das zur Seite. Und dann habe ich hier hinter dem Flamingo ist auch nochmal eine Fotomatte. Wie gesagt, den habe ich nicht ganz angeklebt. Der kommt da. Ja, und dann hier die Affen. Dann klappen wir das zu. Dann die Rückseite von der dritten Seite ist jetzt auch wieder ganz schlicht. Hier ist, wie gesagt, dann genug Platz noch für
ja, für Fotos einfach. Und ich finde, es muss auch nicht überall wirklich was drauf sein. Oder man kann dann halt, wie gesagt, noch, wenn man jetzt weiß, ob es hochkant oder quer ist, hier, wie gesagt, noch was dann so drüber kleben. Nur das wollte ich halt jetzt wirklich diesmal so ein paar Seiten freilassen, dass man da nicht gebunden ist. Dann haben wir hier wieder wie die zwei, also die erste und die dritte Seite und die zweite und die vierte sind sehr ähnlich aufgebaut. Da haben wir hier wieder eine Einstecktasche. Da habe ich jetzt schon mal zwei kleine Fotomatten und noch so ein Kärtchen mit reingetan. Ja, dann die Schlange mit dem Hello. Genau. Dann kann man die Seite, das auch wieder mit einem Magnet. Und das hier ist auch jetzt diesmal ein Papier von Lawnfawn, aber ich fand, ach, das passte ganz gut. Ja, hier ist es jetzt diesmal auch komplett schlicht. Also gar keine Deko, weil da jetzt dann erst die Fotos hin sollen. Aber auch hier auf dieses schmale Stück würde genau ein 9x13 Bild passen. Und dann könnte man hier unten auch noch so einen Schriftsticker machen. Und hier eventuell dann zum Beispiel so zwei kleine. Also so könnte das dann aussehen mit Fotos. Aber wie gesagt, das wollte ich noch offen lassen. Ansonsten könnte man nämlich auch hier ein kleines hinmachen und hier ein großes. Das hängt dann ja auch immer. Da wollte ich aber, wie gesagt, erst die Fotos drucken. Genau, dann kann man die auch noch wieder so zu der Seite aufkleben. Dann habe ich mir hier den Löwen draufgeklebt. Hier ist jetzt einmal eine quadratische Fotomatte. Ja, das hat einfach den Grund, weil das hier das Quadrat ist, was ich hier ausgestanzt habe. Und dann hatte ich es übrig. Und dann habe ich das einfach hier hinter gesteckt. Genau. Ja, hier unten noch Lions draufgeklebt. Und hier, das ist aus dem kleinen Sticker-Sheet, Wildlife. Und das habe ich einfach auf, ja, schwarzen Cardstock geklebt, damit man das hier besser sieht. Genau, das habe ich diesmal. Ne, hier wäre noch die Möglichkeit, dass dahinter, also das könnte man hier auch noch dahinter ja, kleben, dann später. So, dann lässt sich die Seite auch noch hier aufklappen. Da habe ich jetzt hier nochmal das Giraffenpapier, da habe ich hier unten einfach Special Day. Dann kann da noch ein Foto hin, ja, und hier einfach eine Sprechblase. Ja, sonst ist das hier relativ schlicht. Dann die Rückseite. Eigentlich wollte ich hier noch eine Tasche drauf machen, aber habe ich jetzt nicht, aber es kann man, wie gesagt, das kann man ja immer noch machen oder einfach ein Foto drauf. Ich weiß, wie gesagt, ja auch noch nicht ganz genau, wie viele Fotos ich hinterher habe. Für wie viel Platz, dann kann man das immer noch ja so ein bisschen erweitern. Entweder halt eine Tasche drauf und mehrere Fotos reinstecken oder halt einfach auf die Seite klappen, kleben. So, und auf der Rückseite, da habe ich hier einfach ja, schwarzen Cardstock und hier den Sticker, weil ich fand, der passte sehr gut zu dem Hintergrund. Dann habe ich aus dem Sticker-Sheet hier so ein Dreieck. Das soll einen Pfeil andeuten. Wenn man jetzt halt hier dran zieht, dann kommen hier auch noch mal die Fotomatten raus. Dann kann man hier und hier auch noch mal ein Foto aufkleben. Genau, dann kann man das hier wieder reinschieben. So. Genau. Ja, das war mein Album. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde das auch mit dem Cover, diesmal mit dem Shakern echt gut. Das habe ich eigentlich das erste Mal gemacht, dass ich das auf einen Cover drauf gemacht habe. Aber ich finde das, ja, so, ich mag das Album echt gerne und ich finde, das passt halt auch dann super, wenn man das dann noch mit Zoo-Fotos füllt. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal ein Feedback da lassen, ob euch das Album gefällt. Und genau, das war mein Beitrag zum Thema Doodlebug. Ja, dann schaut doch auf jeden Fall bei den anderen rein. Ich bin auch mal gespannt, was die so gebastelt haben. Und ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich gerade nicht ein. Hier, das mache ich einfach immer mit einer Schleife zu. Genau, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.